Yo, Leute, was geht ab? Es gibt wieder News für die JP-Version. Und zwar wurde heute ein neuer AR angekündigt. Wie ihr sehen könnt, ist es ein AR Beerus and Wiz. Viele meinen, er ist jetzt nicht so krass, wie schlecht das da AR oder so, habe ich gelesen. Ich habe jetzt noch gar nicht großartig was gelesen. Ich bin gerade eben aus der Schule gekommen. Erstmal schön 3 Stunden früher Schulschluss gehabt, richtig edel. Und jedenfalls, das ist der Beerus und ja, ich würde euch einfach noch kurz erzählen, was der so kann und euch die SA-Animationen zeigen, dies, das und so. Okay, also sein Leader-Skill ist Super STR-Types Key plus 4, HP, Attack, Death plus 100% and Extreme STR-Types Key plus 2, HP, Attack and Death plus 70%. Okay. Seine Super Attack ist, also für 12 Key ist es Fingerflick, deals Colossal Damage to the enemy and recovers 7% health. 18 Key, God of Destruction's Judgment, deals Mega Colossal Damage to the enemy and recovers 12% health. Seine Passive ist Decision of Destruction, Attack plus 80% and after receiving an Attack, Attack and Death plus 60% for 5 Turns. Imply that this does not stack. Okay. Seine Links sind Godly Power, Prodigies, Innocence, Connoisseur, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Shocking Speed, Fierce Battle, Legendary Power und seine Kategorien sind Realm of Gods and Movie Bosses. Okay. So viel zu der Beerus-Karte. Wie gesagt, hab, doch nicht so viel Infos drüber gesehen, so. Wir würden uns jetzt einfach mal die SAs angucken. So, da haben wir hier die für 12 Key. Mal ein bisschen den Ton an. Das ist die 12 Key. Ich finde das Artwork finde ich ultra nice, muss ich wirklich sagen, sieht richtig gut aus. Aber ich weiß nicht, so ultra lit soll die Karte ja noch nicht sein. Ich weiß es nicht. So, für mich sieht die für mich erstmal sehr stabil aus. So 100% STR. Okay. Man hat 120 mit Goku und so. Weiß nicht. Aber LR ist LR und das Artwork ist geil. Also, gucken wir mal. Hier ist Steve mit 8, für 18 Key. Okay. Ich weiß nicht warum. Also, es gibt jetzt eine fucking LR-Berus-Karte. Wieso ist nicht die Special Attack Hakai? Ah, okay. Warte mal. Ganz am Ende? Achtet mal auf Berus sein Gesicht. Okay, das ist cool. Das ist cool, aber. Aber what the fuck? Wieso nicht Hakai oder so? Das wäre doch viel, viel geiler, Mann. Okay, das ist aber witzig, alles klar. Das ist wirklich witzig. Ja, und ansonsten seine Werte mit Max Orb, glaube ich, waren es 19.000 Attack oder so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall stabil. Also für mich sieht die Karte erstmal sehr solide aus. Realm of Gods, ja, okay, ich glaube nicht, dass. Ich glaube, man wird trotzdem eher Blue Vigetto nehmen. Aber ja, lass ich mich mal überraschen. Ansonsten, ja, es kommen halt auch noch Rage Vegeta und so zur Japan-Version, wo man ja auch erst dachte, dass das Global Exclusive ist. Okay, jetzt ist es bei JP, mein Gott, juckt mich nicht so. Ich spiele sowieso beide Versionen, also kommt auch dieser Int-Berus mit diesem garantierten Banner. Sind die gerade schon raus? Ich weiß es nicht. Also ich bin gerade aus der Schule gekommen. Ich hab nicht auf die Uhrzeiten geguckt, was weiß ich. Ich wollte euch eigentlich nur kurz zeigen, dass ein neuer AR kommt und ja, die anderen Karten fand ich jetzt nicht so interessant, dass ich das nochmal erwähnen muss. Hier zum Beispiel Rage Vegeta und so. Auf jeden Fall, es kommt ein naja, AR Beerus. Das war die Hauptaussage des Videos. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag. Ja, lasst euch gut gehen. Ich bin raus. Peace!